Moin, Alex hier. Heute mal ein etwas rambly Beitrag, wo ich so ein bisschen schwurbel und schwadroniere über das Thema Passion, Purpose finden oder auch, wie man seine Talente am besten einsetzt. Talente und Intelligenz vor allem sind meiner Meinung nach angeborene Fähigkeiten. Sie sind genetisch bedingt und genetisch gegeben und können nur in einem sehr kleinen, begrenzten Bereich durch sowas wie Willenskraft, harte Arbeit und Anstrengungen beeinflusst werden. Und es gibt ja immer wieder diese Aussage, dass es ja nur 10% Talent bedarf und 90% harte Arbeit. Aber ich glaube, dass diese Aussage nur in dem Bereich der sogenannten Top-Performer gilt. Also das bedeutet, wenn du schon der Beste der Besten bist, also in dem oberen 1%, und dann möchtest du Weltklasse werden, zum Besten, dann ist es tatsächlich so, dass du nur 10% Talent benötigst und 90% harte Arbeit im Vergleich zu deinen Konkurrenten, wenn man so mag. Nehmen wir zum Beispiel Michael Jordan. Ich glaube, Michael Jordan ist unbestritten der beste Basketballer aller Zeiten, den es jemals gegeben hat. Und keine Frage, Michael Jordan war wahrscheinlich derjenige, der am meisten trainiert hat, der am härtesten trainiert hat, der am meisten daran gearbeitet hat, seine Schwächen auszubügeln. Aber ohne sein Talent wäre er niemals der einzige One and Only Michael Jordan geworden. Denn ich glaube, er hatte auch Mitstreiter gehabt, die genauso hart gearbeitet haben wie er, die aber eben nicht so viel Talent hatten wie er. Die Diskussion um Intelligenz und angeborenes Talent könnte man auch auf andere Bereiche des Lebens übertragen, wie zum Beispiel auf eine physische Dimension wie Übergewicht oder auch auf eine psychische Dimension wie zum Beispiel Leiden an Depressionen. Und ich finde es interessant, dass gerade in dem Bereich des Körperlichen bezüglich Übergewicht und im Bereich des Psychischen bezüglich Depression es immer ein sogenanntes empathisches, mitfühlendes Narrativ gibt. Und zwar ist das mitfühlende Narrativ immer dasjenige, dass man den Leuten, die zum Beispiel an Übergewicht oder Depression leiden, immer sagt, das ist angeboren, das ist genetisch, du kannst nichts dafür, du bist nun mal irgendwie übergewichtig und hast zu viel Gewicht, das liegt an den Genen, du bist nun mal depressiv, das liegt ebenfalls an den Genen. So, das ist nicht deine persönliche Schuld, das ist nicht so, dass du dir nicht genug Mühe gibst, um abzunehmen oder dass du irgendwie nicht diesem Ideal einer Fitnessindustrie entsprichst oder dass du nicht immer ein ever lucky happy Glückskeks bist, der durch das Leben läuft. Komischerweise, wenn es um Intelligenz, gerade also wirklich IQ oder Talente geht in einem gewissen Bereich, dreht sich dieses Narrativ komplett um. Da ist auf einmal das empathische, mitfühlende Narrativ dasjenige, dass man den Leuten sagt, nein, du musst dich nur auf den Hosenboden hocken. Wenn du es nur hart genug willst, wenn du nur hart genug arbeitest, dann kannst du alles erreichen, was du willst. Du kannst auf jeden Fall, kannst du CEO werden, du kannst auf jeden Fall was auch immer du willst werden. Aber meiner Meinung nach sollte man eben auch im Bereich Intelligenz und Talente dieses Narrativ umdrehen und sagen, genauso wie beim Übergewicht oder bei den Depressionen, sollte das empathische, mitfühlende Narrativ dasjenige sein, dass man die Leute vom Haken lässt, dass man sagt, Intelligenz, IQ ist eine angeborene Fähigkeit. Wenn ich mit einem IQ 100 geboren werde, dann kann ich noch so sehr lernen, mich hart anstrengen und so weiter. Ich werde niemals einen IQ von 130 haben. Es kann nun mal nicht jeder Professor für Mathematik werden oder Entwickler und Programmierer von künstlicher Intelligenz. Ich kann mich natürlich in meinem Bereich anstrengen, aber ich werde gewisse Bereiche niemals erreichen. Ich finde es auch interessant, wo das Wort Talent, unser modernes Wort Talent, herkommt, denn es kommt ursprünglich von dem griechischen Wort Talenton und es bezeichnete eine gewisse Menge eines seltenen Metalls, was als ein Währungsmittel, ein Zahlungsmittel, im Grunde genommen wie Geld benutzt wurde. Und die Parabel des Talents wird durch eine Geschichte von Jesus erzählt. Und zwar hat ein Meister drei seiner Diener gerufen und hat dem ersten Diener 5 Talente gegeben, im Sinne von Talenton, also jetzt dieser Zahlungs-Währungseinheit, Geld. Also dem ersten hat er 5 Talente gegeben, dem zweiten hatte er 3 Talente gegeben und dem dritten nur 1 Talent. Und nach einer gewissen Zeit kommt der Meister wieder und guckt, was die Diener daraus gemacht haben. Und die ersten beiden Diener haben ihre Talente investiert und die Menge verdoppelt. Und der dritte Diener hat sein 1 Talent sprichwörtlich in einem Loch vergraben. Daraufhin hat der Meister die ersten beiden gelobt und den dritten sprichwörtlich zur Hölle gejagt. Was können wir also aus dieser Parabel lernen? Im Grunde genommen gibt uns Gott oder eine höhere Entität oder Macht, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, allen unterschiedliche Ressourcen, also auch unterschiedlich viele Ressourcen. Und er bewertet uns im Grunde genommen nicht danach, wie viele wir diese Ressourcen haben, sondern wie wir diese Ressourcen einsetzen und was wir aus diesen Ressourcen gemacht haben. Also im Grunde genommen kann man sagen, dass solange man das, was man hat,
am besten einsetzt und zum besten Zwecke nutzt, ist alles in Ordnung. Also worauf will ich mit dieser ganzen Diskussion, mit diesem Geschwurbel hinaus? Wie können wir jetzt irgendwie unsere Talente am besten einsetzen? Wie können wir irgendwie einen Bereich finden, der uns am besten liegt? Ich glaube, als erstes sollten wir uns eingestehen, dass unser Wert als Mensch nicht davon abhängt, wie intelligent wir sind, was für einen Körper wir haben oder ob wir ein Glückskeks sind oder teilweise manchmal vielleicht oder immer an Depressionen leiden. Wir sollten unseren Wert als Mensch einfach nur intrinsisch wahrnehmen, dass wir ein Mensch nun mal sind. Zweitens sollten wir aufhören, uns ständig mit anderen Menschen zu vergleichen. Wir sollten nicht gucken, wie intelligent mein Nachbar ist, wie gut talentiert mein Kollege in einem gewissen Bereich ist, wer irgendwie mehr Talent für eine gewisse Aufgabe hat. Wir dürfen uns selbst nicht als bedeutungs- und wertlos wahrnehmen im Vergleich zu diesen anderen Menschen. Und ich glaube, genau da liegt der Haken. Denn wir glauben, wenn wir sehen, dass wer anders mehr erreicht als wir, er verdient mehr Geld, hat höheres Ansehen, hat einen kräftigeren Körper, ist sexy, ist fit, ist ständig glücklich, hat irgendwie dieses Bilderbuchleben, dass wir glauben, dass derjenige einfach fleißiger ist, dass er härter arbeitet. Aber in Wahrheit ist es meistens so, dass diese Menschen tatsächlich einfach mit einem gewissen Talent geboren wurden, dass sie mit einer höheren Intelligenz geboren wurden. Und das müssen wir uns einfach nur eingestehen. Natürlich mag es sein, dass diese Menschen auch in einem gewissen Bereich eine gewisse Willenskraft haben, einen Drive haben, aber das liegt meiner Meinung nach an anderen Dingen, als wir das zunächst meinen. Und zwar sehe ich das Ganze inzwischen so, dass wenn man ein Talent für etwas hat, dann wird man feststellen, dass es einem leicht fällt, diese Sache zu machen. Das ist wie so ein bisschen die Kugel den Berg hinabrollen zu lassen und nicht die Kugel den Berg heraufschieben zu wollen. Das bedeutet auch, dass wenn wir Dinge tun, für die wir ein intrinsisches angeborenes Talent haben oder für die wir eine angeborene Intelligenz haben, das muss ja nicht IQ sein, es gibt ja verschiedene Intelligenzformen, das weiß man inzwischen ja auch, dass es eine sich selbst verstärkende positive Spirale ist. Denn ich mache diese Dinge, sie fallen mir relativ leicht, ich mache relativ schnell Fortschritte, bekomme vielleicht Lob und Zustimmung von außen, vielleicht auch in Form von Geld, was ja auch irgendwie eine Art Anerkennung ist. Und dann will ich automatisch mehr davon machen. Wenn ich mich jedoch in einem Bereich abmühe, in dem ich kein Talent habe, wo ich vielleicht weniger von der Evolution ausgestattet wurde, weil es mir einfach nicht angeboren ist. Aber ich habe mir jetzt in den Kopf gesetzt, das unbedingt zu machen. Ich will unbedingt Softwareentwickler für künstliche Intelligenz werden. Aber ich habe nun mal nicht dieses angeborene analytische Verständnis oder Denkvermögen. Dann mühe ich mich ständig auf einem Pfad ab, wo ich die Kugel bergauf schiebe. Das bedeutet, es wird mir nicht wirklich Spaß machen. Ich werde keine schnellen Erfolge sehen. Ich werde irgendwie mich abmühen umsonst. Und es wird anderen Leuten auch auffallen und die werden mir vielleicht nicht so viel Zuspruch, nicht so viel Lob geben, wie vielleicht jemand anderem, der darin besser ist. Und das ist eine für mich eher sich selbst verstärkende negative Spirale. Daraus würde ich für mich jetzt schließen, dass man sich etwas suchen sollte, was einem relativ leicht fällt, womit man nicht so viele Schwierigkeiten hat und vor allem, was einen auch nicht so viel Überwindung kostet, es zu tun. Denn daran liegt der Schlüssel. Der Prozess ist es. Das Tun selbst muss uns Spaß machen. Nicht das Ziel, etwas irgendwann erreicht zu haben, sondern wenn wir keinen Spaß ziehen, aus dem Weg dahin zu diesem Ziel, aus dem Tun selbst. Denn was ist denn das Ziel? Ist ja nichts anderes als der ganze Weg dahin. Wenn uns das nicht Spaß macht, wenn wir uns immer überwinden müssen, uns immer zwingen müssen, bis zum Abkotzen, dann werden wir auch einfach nicht vorwärts kommen und nicht den Erfolg sehen, den wir uns davon erhoffen. Das bedeutet aber auch, dass wir aus dem, wofür wir eine aufrichtige Begeisterung haben, auch ein aufrichtiges Bemühen investieren sollten. Also das bedeutet, dass wir uns auch wirklich aufrichtig bemühen sollten, gut darin zu werden, dass wir auch wirklich uns anstrengen sollten, denn das gehört eben auch mit dazu, so wie ich es eben vorhin an dem Beispiel von Michael Jordan gesagt und gezeigt habe. Denn wenn man das tut, hat man metaphorisch gesehen die Last, die man nun mal zu tragen hat. Und meiner Meinung nach ist es so, dass man sich irgendeine Last aussuchen muss. Irgendeine Last muss man nun mal tragen im Leben, damit man seinem Leben einen wie auch immer gearteten Sinn verleihen kann. Der Unterschied wird also sein, wenn ich mir in einem Bereich Mühe gebe, der mir natürlicherweise liegt, dann werde ich auch die Früchte meiner Arbeit ernten. Und wenn ich mir Mühe gebe in einem Bereich, der mir nicht so liegt, dann werde ich diese Früchte wahrscheinlich nicht ernten oder nur sehr, sehr spät. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich so lange am Ball bleibe, ist nun mal sehr gering. So, das soll es für heute gewesen sein. War ein bisschen durcheinander, das heutige Thema. Aber schreibt mir doch gerne unten in die Kommentare rein, wie seht ihr denn das ganze Thema, um Talente, Intelligenz, Passion, Purpose, was auch immer. Lasst mir einen Kommentar da. Ich freue mich auf eure Meinung. Bis dahin, ciao.